Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video. Heute ist der 19.10.2020. Mein Auge hängt heute nicht so. Ich bin zwar ziemlich müde, aber habe gut geschlafen in der Nacht oder relativ gut. Ich bin einige Male aufgewacht, weil ich Kreuzschmerzen hatte und weil ich irgendwie komisch geschlafen habe. Nicht so toll, aber auch nicht so schlecht. Heute war Corinna da. Und ich habe 2 Züge von ihrer Zigarette gemacht. Und mein Vater hat mich erwischt. Pech gehabt. Aber ich kann damit leben. Er ist so stinksauer, aber ich verstehe es einerseits. Aber wegen 2 Zügen finde ich es übertrieben. Aber okay. Wird sich auch widerlegen. Es war mit Corinna ganz lustig heute. Und sonst hatten wir einen schönen Tag. Es war auch nicht zu kalt heute. 12 Grad ungefähr. Und wir waren beide nicht so müde, auch erst gegen Ende hin. Und wir haben uns gut unterhalten. Und eigentlich geht es mir momentan relativ okay. Nicht super, aber es geht. Ich merke, dass meine Stimmung jetzt nicht total toll ist, aber es war auch schon schlechter. Und ja, mir geht Kerstin total ab. Und ich hätte letzte Woche einen Christoph-Termin gehabt. Der geht mir auch ab. Mit Christoph muss ich mir demnächst einen neuen Termin ausmachen. Und jetzt Kerstin muss ich wieder mal schreiben. Da sind jetzt momentan keine Termine ausgemacht. Aber das werde ich diese Woche noch regeln. Solange ich so Kreuzweh habe, kann ich sowieso nicht mit der Rettung fahren. Weil da reißt es mich durch. Außerdem, diese vom Rettungswagen, dieser Stoßdämpfer geht total ins Kreuz und das ist einfach nicht gut, solange ich so Schmerzen habe. Ich kam halt mit einem Schmerzmittel aus und hoffe, dass ich jetzt dann auch schlafen kann. Irgendwie bin ich noch immer total mondabhängig, obwohl der letzte Vollmond am 1. Oktober war und jetzt schon der 19. ist. Und irgendwie kann ich noch immer nicht schlafen, aber es geht halbwegs, also, aber so richtig tief nicht. Und ja, wenn mein Kreuz besser ist, müssen wir auch einen neuen Zahnarzttermin ausmachen. Weil ich ja im Krankenhaus war, wie der Zahnarzttermin war. Nur das möchte ich momentan auch nicht, weil ich da in dieser komischen Liege liegen muss und da auch extreme Schmerzen kriegen würde. Und mir tut zwar mein Zahn ziemlich weh, aber ich möchte noch ein bisschen warten. Ja. Im Großen und Ganzen war es das. Mich wundert es, dass ich total viele Videoaufrufe habe. Bis zu 80 pro Video. Ich weiß nicht, wer momentan meine Videos so sucht hat, aber Dankeschön. Freut mich. Abonnenten sind, ist ein neuer dazu gekommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person 80 Mal dasselbe Video anklickt. Und deswegen wundert es mich total, aber
Ist eigentlich schön, vielleicht werden die Abonnentenzahlen auch mehr. Und ich habe jetzt im Krankenhaus ein Medikament dazu bekommen, weil ich eine Blasenentzündung habe. Schon wieder mit dem Pneumokokkus und so Pseudomonas und ja. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe euch vermisst und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Arines.